Putins Oligarchen zählen zu den reichsten Menschen der Welt. Sie haben ihre Vermögen als Günstlinge des Kremls gemacht. Gigantische Partys gehören ebenso zum Lebensstil wie Gigajachten und Villen. Ihre Vermögen verstecken viele hinter komplizierten Firmenkonstrukten. Die Strukturen sind deswegen so verschachtelt, weil man versucht natürlich, die Vermögenswerte zu verschleiern und die Eigentümerverhältnisse zu verschleiern. Mit ihren Jets fliegen sie rund um die Welt. Zu ihren Villen an den teuersten Standorten wie der Costa Smeralda auf Sardinien oder in Londons Luxusvierteln. Auch in Deutschland haben sie Millionen Euro angelegt. Die Besitzverhältnisse sind für deutsche Fahnder kaum zu entschlüsseln. Ich glaube, dass sich der Staat auf der Nase rumtanzen lässt und andere Länder machen es vor, wie es gehen kann. Jetzt hat die EU Sanktionen gegen die Oligarchen verhängt, weil sie Putins völkerrechtswidrigen Krieg gegen Nachbarstaaten mit massiven Mitteln unterstützen. Doch Deutschland versagt bei der Durchsetzung der Sanktionen. Deutschland ist weiterhin ein sicherer Hafen für Gelder der Oligarchen aus Russland. Kann der Westen Russlands Finanzelite mit den Sanktionen in die Knie zwingen? Oder können Putins Oligarchen ihre Jets und Yachten in Sicherheit bringen? Putins reiche Helfer. Jagd auf Oligarchenvermögen. Seit Putins Überfall auf die Ukraine hat die Europäische Union Sanktionen gegen rund 1000 Personen verhängt. Es sind die weitreichendsten Sanktionen, die es je gab. Sie sollen Putin und seine Unterstützer in die Knie zwingen. Angesichts des heutigen Überfalls auf die Ukraine verhängen wir weitere tiefgreifende Sanktionen. Sie werden die russische Wirtschaft hart treffen. Wir arbeiten jeden Tag daran, die Sanktionen zu verschärfen, um Russland politisch, wirtschaftlich und finanziell zu isolieren. Doch das scheint nicht zu funktionieren. Ein Beispiel. Oligarch Alisher Usmanov. 13 Milliarden Euro schwer, reich geworden mit Rohstoffhandel und Investments. Auch in Deutschland hat Usmanov Millionen investiert. Laut Sanktionsliste sei Usmanov einer von Putins favorisierten Oligarchen und habe russische Entscheidungsträger, die für die Destabilisierung der Ukraine verantwortlich sind, materiell oder finanziell aktiv unterstützt. Der inzwischen in Russland inhaftierte Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Putins Staatsfeind Nummer 1 warf Usmanov schon 2017 vor, korrupt zu sein. Der stritt ab, reagierte auf YouTube, an Bord einer Luxusjacht. Im Gegensatz zu dir habe ich alles durch Arbeit, meine Fähigkeiten und meine Ehrlichkeit verdient. Dein Versuch, mich zu verleumden, ist wie ein Welpe, der einen Elefanten anbellt. Pfui auf dich, Alexej Nawalny. Das Video nahm Usmanov möglicherweise hier auf. Auf seiner Gigajacht Dilba. Eine der teuersten Yachten der Welt. Mindestens 550 Millionen Euro wert. Derzeit liegt die Dilba in Hamburg. Verdeckt durch Planen. Sie wird überholt. Nach Beginn der Sanktionen schafften es die Hamburger Behörden wochenlang nicht, die Yacht festzusetzen. Erst Mitte April fand das Bundeskriminalamt die Eigentümerin heraus, Usmanovs Schwester, getarnt durch verschachtelte Firmenkonstruktionen. Die Investigativreporterin Marta Orosch macht das, womit deutsche Behörden sich schwer tun. Sie durchsucht internationale Wirtschaftsdatenbanken, deckt verschleierte Besitzverhältnisse auf. Bei der Yacht Dilba stößt sie auf eine Firma auf den Cayman-Inseln. Man findet hier gar keine Angaben zum Eigentümer. Man sieht nur, dass es höchstwahrscheinlich nur einen Angestellten gibt bei der Firma. Dann hatte ich die Idee, dass ich mal die Firma auch im britischen Firmenregister überprüfe. Und hier findet man eine Muttergesellschaft, die Claret Limited. Und hier steht es ganz eindeutig, dass Usmanov früher, also bis 2020 oder bis 2017, Geschäftsführer und Eigentümer dieser Firma war. Anders als Deutschland haben Länder wie Italien kurz nach Sanktionsbeginn Milliarden Euro Vermögen, Villen und Schiffe ihren Eigentümern zugeordnet und öffentlichkeitswirksam eingefroren.
EU-Staaten haben insgesamt 30 Milliarden Euro Oligarchenvermögen eingefroren. Allein Belgien 3,5 Milliarden Euro und Italien 953 Millionen Euro. Deutschland hat lediglich 125 Millionen Euro Oligarchengeld eingefroren. Auf Sardinien besitzen Oligarch Usmanov und sein Umfeld mehrere Villen. Es sind 4 oder 5 Villen. Das hier ist aber die einzige, die auf seinen Namen läuft, bei der die italienische Finanzpolizei effektiv nachweisen konnte, dass sie Eigentum von Alisher Usmanov ist. Für das Einfrieren solcher Reichtümer hat Italien bereits vor Jahren gesetzliche Grundlagen geschaffen. Ich denke, dass die Guardia di Finanza und unsere Anti-Mafia-Einheit genau darauf spezialisiert sind, Unternehmensstrukturen zu rekonstruieren, Strohmänner und Scheinfirmen zu enttarnen und vor allem die Rolle von Offshore-Gesellschaften offenzulegen. So finden sie den tatsächlichen Firmeneigentümer heraus. Den Aufbau solcher Spezialeinheiten hat Deutschland jahrelang versäumt. Eine ruhige Wohnstraße im Berliner Villenviertel Dahlem. Guten Tag, sind Sie Herr Dr. Vogel? Ja. Der Jurist Karl Friedrich Vogel und seine Frau besitzen in dieser Villa seit Jahrzehnten 2 der 4 Wohnungen im Haus. Die beiden anderen Wohnungen kamen in russische Hände. Angeblicher Käufer, ein Ehepaar. Doch das zog nie ein. Zu unserem großen Erstaunen, ohne unsere Zustimmung, ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr später, war eine Pückler 19 GmbH und Co. KG im Grundbuch eingetragen. Das ging meines Erachtens nicht mit rechten Dingen zu. Und ich habe von Anfang an gesagt, hier wird Oligarchengeld angelegt. Hinter der Firma, der die Wohnungen gehören, soll ein Putin-treuer Duma-Abgeordneter stecken. Boris Paikin, seit Kriegsbeginn mit EU-Sanktionen belegt. Doch Vogel kann nicht erkennen, dass die Sanktionen umgesetzt werden. Eines Erachtens passiert hier überhaupt nichts in der Richtung vom Seiten des Staates. Der Staat guckt weg oder hat im Moment andere Sorgen oder sonst irgendwas. Das interessiert ihn gar nicht mehr. Seit Jahren, sagt Vogel, wohne hier niemand. In den Bädern fehlen die Sanitärinstallationen. Die Luxusimmobilie sei unvermietbar. Im Keller hätten russische Bauarbeiter die Wohnungen vom gemeinsamen Gasanschluss abgetrennt. Vogel kommt es merkwürdig vor, dass die wertvolle Immobilie weder genutzt noch vermietet wird. Ich schätze mal Marktpreis für die Miete, Monatsmiete 5.000 Euro. Also haben wir für beide Wohnungen 10.000 Euro. Wenn wer immer das ist, diese GmbH und Co. KG, der beim Finanzamt das versteuert, kommt hinten weißes Geld raus. Paikin äußert sich nicht dazu. Damit Reiche nicht verdeckt in Deutschland investieren können, verabschiedete der Bundestag 2017 das sogenannte Transparenzregister. Darin sollte eigentlich stehen, wer tatsächlich hinter Investitionen steckt. Doch der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble weichte es auf. Auf Druck der Industrielobby wurden die Einsichtsmöglichkeiten in das Register beschränkt. Man wollte zunächst einmal ein solches Register nicht. Herr Schäuble hatte Alternativen vorgeschlagen. Er wollte so etwas wie ein Kontenabrufregister. Das haben nicht einmal die Bankenvertreter damals verstanden. Daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Also Deutschland war nicht nur kein Vorreiter, sondern hat hier auch auf der Bremse gestanden in dieser Zeit. Zwar wurde das Transparenzregister nachgebessert, doch es bleibt vor allem im Bereich verschleierten Immobilienbesitzes unzureichend. Oligarchen wie Arkadi Rotenberg, ein Bauunternehmer und Freund Putins, nutzt das mit verschachtelten Firmen aus. Die Strukturen sind deswegen so verschachtelt, weil man versucht natürlich, die Vermögenswerte zu verschleiern und die Eigentümerverhältnisse zu verschleiern. Und mit dem deutschen Transparenzregister wird es zum Beispiel das sogar auch einfacher gemacht als sonst vielleicht in anderen Ländern, wo es größere Transparenz gibt, vor allem auch im Immobiliensektor. Da kann man auch viel einfacher nachschauen, wer die Eigentümer sind. 2014 annektierte Russland die Krim. Oligarch Arkadi Rotenberg ist seit damals als Unterstützer der Krim-Annexion mit EU-Sanktionen belegt. Milliardär Rotenberg baute eine Landbrücke von Russland auf die Krim.
Den Brückenbau als Zeichen der Inbesitznahme feierte er mit Putin. Seit damals hätten die EU und Deutschland Rothenbergs Vermögen einfrieren können. Doch auf diese Villa im Berliner Stadtteil Dahlem haben die Behörden offenbar nie zugegriffen. Am Tor kein Namensschild. Eine Frau öffnet die Tür. Wem gehört dieses Haus? Wissen Sie das? Ich arbeite als selbstständig. Ich schreibe eine Rechnung und das war's. Ich weiß nicht. So eine Firma. Eine Firma. Im Grundbuch steht eine Firma als Eigentümerin. Dahinter steckt die Familie Rothenberg. Der Oligarch, seit 2014 auf der EU-Sanktionsliste, bleibt also in Deutschland jahrelang unbehelligt. Kein Oligarch ist so naiv und trägt sich selber im Grundbuch ein, natürlich. Da finden sich dann Gesellschaften oder Stiftungen als Eigentümer und der Staat dann im Endeffekt nicht mehr einsehen kann, wer wirklich am Ende der Kette ist. Man hat das Thema aber nicht ernst genug genommen und das fällt uns jetzt eben sehr auf die Füße. Gerade bei Immobilienbesitz fehlt in Deutschland die Transparenz. Davon profitiert Arkadi Rothenberg. Selbst wenn sie mal im Grundbuch stehen, wie hier am Tegernsee, haben Oligarchen offenbar wenig zu fürchten. Wieder Putin-Freund Usmanow. Wieder eine Villa. Und noch eine. Und noch eine. Thomas Tomaschek ist der Chef der Grünen vor Ort. In den letzten Wochen wunderte er sich, dass die Polizei die Villen nicht inspizierte und beschlagnahmte. Mir kommt es so vor, als wäre dieses ganze System viel zu lasch. Man kann im Grunde anscheinend nicht durchgreifen. Juristisch ist da nicht viel möglich, so wie es scheint. Es geht ja schon über Wochen jetzt und es passiert eigentlich nichts. Also ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, die Gesetze anzupassen und dass alles ein bisschen schärfer wird. Auf Nachfrage versichert Usmanow, dass die Villen nicht ihm, sondern einer Familienstiftung gehören. Aber bei einer steht er selbst im Grundbuch. Und er lebte hier zeitweise. Es war immer sichtbar, wenn Herr Usmanow da war, weil sehr viel Security-Leute hier rund um das Grundstück standen. Man hat da gesehen, dass die da stehen in den Ecken. Man hat kleine Rauchwolken gesehen. Die haben natürlich geraucht, wenn sie stundenlang da auf einer Ecke stehen. Man hat immer so ein bisschen Funkgerätgeräusche gehört. Also es war einfach eine massive Sicherung dieses Grundstücks, wenn er hier zugegen war. Ich habe ihn mal fahren sehen, als er mit seinem Boot hier, dieser Hütte hinter uns, auf dem See rausgefahren ist. Während andere Länder Immobilienbesitz einfrieren, kann Usmanow seine Villen in Deutschland ungehindert nutzen. Erst wenn Usmanow die Häuser verkaufen will, würden die Sanktionen greifen. Selbst wenn er Sanktionen durchsetzen könnte, versagt der deutsche Staat. Flughafen München, 28. Februar. Die EU-Maßnahmen gegen Usmanow sind bereits in Kraft. Am Abend startet ein Jet. Dieser Airbus im Wert von 300 Millionen Euro. Usmanow bestreitet, dass das Flugzeug ihm gehört. Es trägt den Namen seines Vaters. Burkan. Das US-Finanzministerium ordnet es eindeutig Usmanow zu. Die deutschen Behörden lassen die Maschine trotzdem nach Usbekistan fliegen. Außerhalb der Reichweite der Sanktionen. Das Bundesverkehrsministerium räumt ein, das Flugzeug nicht erkannt zu haben. Es war zu dem Zeitpunkt auf der Isle of Man im Luftfahrtregister eingetragen. Die Passagiere haben sich mit nicht-russischen Reisedokumenten ausgewiesen. Nach unseren Informationen war Usmanow womöglich selbst mit an Bord. Auf Nachfrage will er das weder bestätigen noch dementieren. Deutschland versagt beim Zugriff auf Oligarchenbesitz. Und nicht nur das. Das Finanzministerium mauert. Auch bei Auskünften darüber, ob überhaupt Villen, Jets und Gelder eingefroren wurden, beklagen Abgeordnete. Welcher Oligarch, wie viel Geld irgendwo an Vermögenswerten in Deutschland hat, wissen wir nicht. Wir dürfen diese Informationen noch nicht einmal in der Geheimschutzstelle einsehen, was eine übliche Praxis bei sensiblen Daten wäre. Und das ist ein Skandal. Das Finanzministerium übt auch gegenüber Journalisten keine Transparenz. Wir hatten hier ja die Summe letzten Freitag kommuniziert und da hatte ich auch gesagt, dass wir weitere Details zu operativen Erkenntnissen nicht offenlegen können und dabei würde ich es auch belassen. Die Oligarchen nutzen jedes Zögern des Westens aus. Als die Sanktionen beschlossen waren, schafften sie Flugzeuge und Yachten eilig weg aus Europa. In der Türkei müssen sie keine Beschlagnahmung fürchten. Und in Israel, das sich ebenfalls nicht an Sanktionen beteiligt, versuchen Oligarchen jetzt vermehrt, Geld anzulegen. Roman Abramowitsch und weitere reiche Russen finden immer wieder sichere Orte für ihre Vermögen.
Ich würde sagen, dass es wie so eine Art Symbiose gibt zwischen diesem korrupten Russland und dem nicht korrupten Ausland. Es sind die zwei Seiten, die zur russischen Korruption dazugehören, dass es eben diese Möglichkeit gibt, diese Option im Ausland zu sein und dort eben das, was man eben in Russland sich aneignet, abzusichern. Die Bundesregierung arbeitet jetzt, Monate nach Sanktionsbeginn, an einem Sanktionsdurchsetzungsgesetz. Das soll endlich mehr Transparenz bringen. Sonst müssen Putins Oligarchen Sanktionen auch weiterhin in Deutschland nicht fürchten. Sanktionen gegen Oligarchen. Wie hart sollte durchgegriffen werden? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Wenn du solche Themen spannend findest, lass ein Abo hier. Geldwäsche in Deutschland lohnt sich. Warum das so ist, siehst du in einem anderen Video von uns.